Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich richtig, dass die College-Football-Videos bei euch so gut ankommen. Lasst einfach mal einen dicken Daumen da von Anfang an. Ich mag das normalerweise nicht, vor dem Video schon zu fragen. Aber für College-Football, es hilft den Videos und es hilft dem Kanal dadurch mehr, als ihr denkt. Würde mich echt sehr freuen. Und meine Fresse, wir hatten echt wieder ein Wochenende. Unglaublich, ey. Bevor ich in die Spiele komme, nicht vergessen, mein Shop ist offen. Ihr habt noch ungefähr 10 Tage, glaube ich, in denen ihr die 15% Rabatt kriegt. Ist in der Endcard verlinkt, Link ist in der Beschreibung. Also guckt da einfach mal rein, ob für euch was dabei ist. Wie gesagt, Rabattcode eingeben, dann nicht vergessen. Vielen Dank. So, dann kommen wir direkt zu den Spielen. Wir hatten ein paar dicke Upsets dabei, aber wir hatten auch ein paar Spiele, die einfach nochmal verdeutlichen, was man sich vorher schon gedacht hat. Ich habe von vielen von euch gelesen, dass ihr bei meinen Empfehlungen nicht dabei war. Texas A&M gegen Alabama, Nummer 22 gegen Nummer 1. Und ich kann verstehen, warum ihr das gerne dabei gehabt hättet bei den Empfehlungen. Aber ich habe mir vorher einfach schon gedacht, und glücklicherweise hatte ich da jetzt auch recht, hätte natürlich auch komplett nach hinten losgehen können. Aber ich habe mir vorher schon gedacht, dass Texas A&M vermutlich nicht wirklich eine Chance haben wird gegen Alabama. Ich meine, Jimbo Fisher ist ein absolut großartiger Coach, hat man gesehen bei Florida State. Aber der hat noch nicht seine ganzen Leute da, die er gerne hat. In 2, 3 Jahren wird Texas A&M vermutlich richtig gut sein. Und wenn Texas A&M dann richtig gut ist, dann werde ich dieses Video hier abfilmen und nochmal einfügen, damit ich dann sagen kann, ha, ich hab's euch vor 2 Jahren schon gesagt. Aber nee, da war kein Vorbeikommen an Alabama. Alabama ist zu stark dieses Jahr. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Alabama dieses Jahr ein Spiel verliert, ob es nun vor den Playoffs ist oder in den Playoffs, dass es nicht wirklich nur an der starken Leistung vom Gegner liegt, sondern dass Alabama dazu sich auch noch selbst Steine in den Weg legen muss. Ob das nun mit verdammt vielen Penalties ist oder Turnovern oder einfach individuellem Versagen. In der Defense zum Beispiel, irgendwie muss Alabama da mitarbeiten. Wenn Alabama normal spielt und der Gegner spielt richtig stark, dann reicht es, glaube ich, für kein Team dieses Jahr. Nächstes Spiel ist vermutlich der größte Upset, die größte Überraschung dieser Saison in NFL und College Football. Wisst ihr noch, in dem Video vorhin, als ich gesagt habe, wie verblüffend es war und dass keiner damit gerechnet hätte, dass die Bills gegen Minnesota gewinnen? Das ist nichts dagegen. Das ist nichts dagegen. Wir haben Virginia Tech, die auf 13 gerankt waren. Hatten wir gegen Old Dominion. Wird niemandem von euch oder den wenigsten von euch was sagen. Die waren vorher 0-3 und die haben jetzt auch nicht gegen irgendwelche Hausnummern verloren, sondern gegen irgendwelche anderen relativ so nicht ganz so gut Teams, ne? Und dann kommt einfach Old Dominion dahin und schlägt Virginia Tech 49 zu 35. Also das war nicht mal so unbedingt knapp oder glücklich. Die waren halt einfach besser. Also das ist unglaublich. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass sowas passiert. Virginia Tech sah stabil aus. Die haben eine gute Defense. Ich bin der festen Überzeugung, dass Virginia Tech dieses Spiel nicht ernst genug genommen hat, Old Dominion komplett unterschätzt hat. Und ich kann es Ihnen ganz ehrlich nicht mal übel nehmen. Ich hätte Old Dominion in der Position vermutlich auch unterschätzt. Unglaubliches Spiel, Riesenkompliment an Old Dominion. Sehr, 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 sehr stark. Nächstes Spiel war eins der Spiele, das ich euch zum Angucken empfohlen habe. Das war Nummer 17 TCU gegen Texas. Und ich glaube, ich habe es in der Prognose gesagt, dass ich auf Texas tippe. Und Texas hat gewonnen. Texas sah richtig gut aus, haben sich jetzt wieder in die Top 25 reingemogelt oder einfach nur stark reingespielt. TCU hat Schwächen offenbart und das wird nichts mit Playoffs dieses Jahr mit TCU. Ich glaube, das war der intern gegebene Anspruch. Ich denke nicht, dass es was wird, aber es kann trotzdem natürlich noch eine gute Saison, Host Ballgame werden. Schade. TCU hatte Potenzial, aber Texas war einfach deutlich besser in dem Spiel. Nebraska gegen Nummer 19, Michigan. Wenn ich euch die Nummern sage, dann ist es natürlich vor dem Spieltag, nicht danach. 10 zu 56. 56 Dinger. Und das Spiel war im zweiten Viertel schon vorbei. Nach der ersten Hälfte war klar, wer dieses Spiel gewinnt. Da ging es dann nur noch darum, ein paar Punkte zu machen und vielleicht ein bisschen dieses schöne Wort Ergebniskosmetik zu betreiben, dass das Ergebnis nicht ganz so schlimm aussieht. Kann man sich drüber streiten, ob das jetzt geklappt hat oder nicht mit einem 56 zu 10. Michigan sah stark aus, Michigan sah richtig dominant aus. Und der Plan vom neuen Head Coach bei Nebraska geht noch nicht so richtig auf. Das klappt noch nicht, aber man hat ja zum Beispiel auch bei Florida State gesehen, das kann ein bisschen dauern, bis man sich da wirklich reinfuchst und bis man sich da zurechtfindet. Das kann ein bisschen dauern. Deswegen, ja, Nebraska-Fans, dieses Jahr ist vorbei für euch. Tut mir leid, das wird nicht wirklich ein gutes Jahr mehr werden. Nächstes Jahr kann man dann wieder erneut angreifen, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat,
wenn dann die neuen Spieler reinkommen, die er selber gescoutet hat und so weiter und so fort. Also dieses Jahr ist vorbei, nächstes Jahr kann besser werden. Michigan könnte theoretisch nochmal die Top 4 angreifen, muss dafür aber sehr überzeugend spielen. Vier Teams sind halt echt wenig. Army gegen Oklahoma Nummer 5 und warum ist das Spiel drin? Oklahoma hat doch gewonnen. Ja, aber 28-21 nur und gerade in der Rush Defense hat man da arge Schwächen offenbart. Army ist ein Team, was dafür bekannt ist, dass es einfach verdammt gute O-Line hat, sehr diszipliniert logischerweise Army spielt und einfach den Ball läuft. Old school, einfach straight immer wieder laufen, laufen, laufen. Und Oklahoma hat es nicht in den Griff gekriegt und das bietet Angriffsfläche, falls man später im Jahr gegen Teams wie Notre Dame spielen muss oder Teams wie Michigan oder Teams wie Auburn, die einfach ein starkes Laufspiel haben, sehr variables Laufspiel, die könnten sich da vielleicht was abgucken von Army. Also du hast da ein, zwei Schwächen offenbart auf jeden Fall in dem Spiel, wenn du Oklahoma bist. Nummer 7 Stanford gegen Nummer 20 Oregon. Oregon sah eigentlich echt aus, als hätten sie das Spiel schon. Im dritten Viertel zur Hälfte, auch großen Teil des vierten Viertels sah es einfach so aus, als hätte Oregon das Spiel geklärt. Ignoriert meinen Voice Crack gerade beim vierten Viertel. Letztendlich hat Stanford dann gewonnen in der Overtime 38-31. Starkes Spiel gemacht von Stanford, schwach gespielt von Oregon. Aber was ich sagen muss, Herbert, der Quarterback von Oregon, er sieht echt stark aus. Also der hat nochmal einen dicken Punkt hinter erste Runde im Draft gemacht, meiner Meinung nach. In meinen Augen ist er dick nach oben geschossen jetzt mit dem einen Spiel. Viele Experten hatten vorher schon gesagt, dass er einer, vielleicht sogar der beste Quarterback ist im nächstjährigen Draft. Der war echt richtig gut, also an dem lag es nicht wirklich. Nummer 14 Mississippi State verliert 7-28 gegen Kentucky und Kentucky hat sich damit jetzt auch endgültig in den Top 25 festgesetzt, beziehungsweise sie sind jetzt erst reingekommen, aber wenn du Florida besiegst, wenn du danach auch wieder stark spielst, wenn du dann Mississippi State besiegst, Kentucky ist absolut verdient jetzt in den Top 25 und Mississippi State sieht auch aus, als hätten sie ein kleines Off-Year und müssten nächstes Jahr vielleicht wieder angreifen. Aber anders als bei vielen anderen Teams, wie jetzt bei Texas A&M, was ich gesagt habe zum Beispiel, geht bei Mississippi State für mich die Kurve eher nach unten. Also da muss man vielleicht ein, zwei Sachen ändern, damit es dann wieder bergauf geht. Und noch ein dicker Upset zum Schluss. Texas Tech hat gespielt gegen Oklahoma State. Nummer 15 vor dem Spieltag, jetzt natürlich nicht mehr Nummer 15. Denn Texas Tech hat gewonnen und das Ganze deutlich. 21-17 ging das Spiel aus am Ende. Wer Last Chance U gesehen hat, der wird den Namen Dakota Allen wiedererkennen. Stark gespielt in dem Spiel, wie gesagt, der könnte auch in die erste Runde rutschen im Draft. Bei dem ist es aber noch mehr in der Luft. Also der kann auch deutlich was dran verändern, wenn er jetzt schlecht spielt. Dann wäre da definitiv Potenzial rauszufallen. Beziehungsweise ist ja gar nicht so unbedingt gesagt, erste Runde. Ich bin auch einer der Kandidaten, der immer viel zu vielen Leuten den Stempel erste Runde gibt, weil ich einfach so viele Spieler so stark finde. Und letztendlich rutschen dann logischerweise, wenn ich zu 60 Leuten sage, sie gehören in die erste Runde. Das funktioniert nicht so, viele können dann nicht gedraftet werden. Noch dazu kommt es ja immer darauf an, was die Teams brauchen, die gerade drin sind. Wenn viele Teams drin sind, die Offensive Line brauchen, dann rutschen halt welche, denen ich eigentlich vielleicht einen 2-3-Runden-Stempel gebe, der Offensive Line da rein. Und dafür andere Leute auf Skill Position zum Beispiel rutschen raus dafür. Kann immer mal passieren, aber Dakota Allen könnte in die erste Runde kommen. Sympathischer Kerl, starker Footballspieler und Texas Tech auch jetzt in den Top 25. Wir gucken da gleich mal rein. Wie letztes Mal habe ich die Liste für euch, die Top 25. Ihr seht ganz rechts die Veränderung im Trend. Also grüner Pfeil nach oben ist logischerweise, sie haben sich verbessert, roter Pfeil nach unten, sie haben sich verschlechtert. Und die Zahl daneben, wie viele Plätze sie gefallen bzw. geklettert sind. Ein NR steht dafür, dass sie neu im Ranking sind. Auf 1 haben wir Alabama, auf 2 Georgia, auf 3 Clemson, auf 4 Ohio State. Also da bei den Teams, die theoretisch, wenn jetzt die Saison vorbei wäre, in den Playoffs sind, hat sich nichts geändert. Dahinter haben LSU auf 5 und Oklahoma auf 6 einfach mal die Plätze getauscht. Vor dem Spieltag war das also andersrum. Dann haben wir Stanford auf 7, Notre Dame auf 8. Das ist geblieben. Dahinter 9 und 10. Penn State und Auburn haben genau wie LSU und Oklahoma die Plätze getauscht. Washington ist dahinter auf 11 gefallen. Seid nicht verwirrt, die waren vorher mit Penn State zusammen Nummer 10. Deswegen sind die nur 1 gefallen und Penn State ist 1 hochgekommen. Also ich war kurz verwirrt, deswegen war da auch der Cut drin. So sieht's aus. West Virginia ist nach wie vor auf 12. Auf 13 haben wir UCF. Ist um 3 nach oben gestiegen, dahinter Michigan um 4 nach oben auf die 14, Wisconsin um 3 nach oben auf die 15, Miami ist auf 16, auch um 5 geklettert,
leider. Kentucky ist neu drin auf 17, Texas kommt neu rein auf 18. Oregon hat sich eins verbessert, trotz der Niederlage auf 19. BYU ist 5 geklettert auf 20. Michigan State ist 3 hoch auf 21. Duke ist neu drin, sehr interessant, eigentlich eher ja eine Basketballschule. Mississippi State fällt 9 auf die 23, gerade noch so in den Rankings. Cal ist reingekommen auf 24 und die letzten auch neu in den Rankings, 3-1 Record, Texas Tech. Damit haben wir das geklärt, die Saison nimmt ihren Lauf, meisten Teams jetzt mit 4 Spielen und wir haben natürlich auch ein Auge auf die Heisman-Kandidaten, also wer letztendlich den Preis für den besten College-Spieler gewinnt. Dafür gebe ich euch einfach mal die Quotenreihenfolge. Die besten Quoten, den Preis zu gewinnen, hat momentan Tua Tagovailoa von Alabama, der Quarterback. Dahinter teilen sich Platz 2 Oklahomas Quarterback und Ohio States Quarterback, also Kyler Murray und Dwayne Haskins. Und dann auf Platz 4 ist tatsächlich noch mein persönlicher Favorit, West Virginias Quarterback Will Greer. Das war's dann auch wieder mit dem College-Rückblick. Lasst mich unbedingt wissen, was ihr geguckt habt und wie euch das Spiel gefallen hat, was da Besonderes passiert ist vom College-Football. Denkt dran, im Shop vorbeizugucken. Nicht mehr lange Rabatt. Guckt euch den einfach an. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vorhin noch kein Like dagelassen habt, dann würde ich mich da sehr drüber freuen. Wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.